Ich darf alle recht herzlich begrüßen zu unserem Krippenspiel 2020 aus der Pfarrgemeinde St. Antonius und St. Pius hier in der Antoniuskirche in Künzell. Viel Freude beim Zusehen. Wir wollen erzählen von Maria, von Josef und den Hirten und von dem, was damals geschehen ist. Maria war damals ein unbekanntes Mädchen. Aber mit ihr hatte Gott etwas Großes vor. Maria ist in Nazareth. Es ist ganz still. Da kommt ein Engel, der Bote Gottes. Er kommt zu Maria herein. Er sagt zu Maria: Freu dich, Gott ist mit dir, Maria. Maria aber ist erschrocken. Da sagt der Engel: Fürchte dich nicht. Und wie du kannst sein Sohn, er soll Jesus heißen, Gott liegt in dir, er ist Gottes Sohn. Da wird Maria wieder ganz still und sagt: Es soll so geschehen. Aus Rom kommt Befehl von Kaiser Augustus. Jeder soll sein Geld bezahlen, jeder im Reich wird aufgeschrieben. Jeder geht dorthin, wo er Land hat. Josef geht nach Bethlehem. Dort hat er Land. Dort stammt er her. Er stammt von dem König David ab. Maria geht mit Josef. Maria soll bald den Sohn bekommen. Schau, Maria, dort hinten liegt Bethlehem. Da ist unsere Reise zu Ende. Das ist gut, denn der Weg war weit. Ich kann kaum mehr auf Füßen stehen. Sicher finden wir eine Herberge für dich und für mich. Und besonders für das Kind, das noch bald geboren werden soll. Komm, lass uns gehen und keine Zeit verlieren. Schau, das Wirtshaus dort, es ist voll bis oben hin, da wird kein Platz mehr für uns sein. Aber vielleicht ist es gut so, hör nur, wie laut es ist. Wir würden kein Auge zu tun bei diesem Lärm. Klopf da an dem Wirtshaus, vielleicht wohnen gute Leute dort und lassen uns ein. Es rührt sich nichts. Niemand macht auf. Wir müssen weitergehen. Wer klopft dort? Ach, fremde Leute seid ihr. Ich weiß schon, was ihr sucht. Aber in Bethlehem findet in diesen Tagen keine Maus mehr ein Loch. Alles ist überfüllt. Aber ihr tut mir leid. Wenn ihr wollt, zeige ich euch einen Stall draußen vor der Stadt. Wir würden dir dafür sehr dankbar sein. Gut, so komm. Als sie dort sind, bekommt Maria den Sohn.
Sie legt das Kind in eine Krippe. Sonst ist dort kein Platz für das Kind. Auf dem Felde bei Bethlehem sind Hirten. Die wachen bei ihren Schafen, die wachen bei Nacht. Die sind im Dunkeln, die Hirten sind arm und elend. Ist das heute dunkel? Und kalt ist es. Wir elendes Volk, wir müssen draußen die Schafe hüten. Die anderen, die besseren, die sitzen in ihren warmen Stuben. Da ist auf einmal ein Bote Gottes bei ihnen. Und Licht ist da. Das leuchtet hell. Das kommt von Gott. Licht bricht herein. Licht überall. Lichtglanz von Gott. Hell, das strahlt. Das ist ein Engel, der da steht. Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute wird euch in der Stadt Davids der Ritter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das sich gewickelt in einer Krippe liegt. Und da, und als die Engel gegangen waren ins Licht, in die Höhen zu Gott, da sprachen die Hirten zueinander. Ich kann es nicht glauben, dass das wahr ist. Zu uns kam Gottes Bote, zu uns Hirten, die jeder verachtet. Was für eine Geschichte ist das, diese Geschichte vom Heiland? Mein Kind ist für uns geboren. Wenn das wahr wäre, dass wirklich der Heiland geboren ist. Kommt, lasst uns nach Bethlehem laufen. Wir wollen uns selbst überzeugen und sehen, ob wir das Kind finden. Da liegt das Kind, es sieht aus wie andere Kinder, auch es ist gar nichts Besonderes daran zu sehen. Aber wir glauben, was uns Gottes Bote gesagt hat, dieses Kind ist Gottes Sohn. Wir freuen uns, Herr Jesus Christ, weil du zu uns gekommen bist. Du warst ein armes Menschenkind, damit wir Gottes Kinder sind. Ein Kind von Gott für uns und für die Menschen, damit Friede werde. Komm, das wollen wir weiter sagen. Freut euch, wir bringen euch Freude. Euch ist der Heiland geboren, ein Kind in Bethlehem. Dies kommt, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Dieses Kind kommt, um alle zu trösten, die traurig sind, um allen zu helfen, die leiden, und um bei allen zu sein, die einsam und allein sind.